Wie gesagt, ein Stündchen habe ich Zeit. Jo, das passt. Servus und hallo zum neuen Video. Himmelhof Lossberg. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt gehabt, dass wir die ganze Ernte machen und die Felder wieder vorbereitet zum neuen Ansehen. Da habe ich ein bisschen geflunkert. Abgeerntet sind sie schon. Ich habe jetzt diesmal Unterstützung gekriegt vom Sven. Und wir haben die ganze Sache schon abgeerntet und sind gerade am Dünger mit Gärreste vom von der BGA. Sven macht die Felder mit einem Standardfass von, ach, wie heißt sie jetzt? Sven hilft. Zunhammer. Zunhammer, genau, genau. Mit dem Grupper. Und ich hab's Joskin Schwenkverteiler für die Wiese dran. Und ja, gucken wir mal kurz, wie weit wir kommen. Ja. Zum Thema Traktoren. Ihr seht, ich habe jetzt einen 724er Fendt. Ich habe den großen John Deere wieder abgegeben, weil er meiner Meinung nach einfach zu groß ist für die Map, für die enge, verwinkelte Straße. Dann macht sich so ein kleiner, schnuckliger Fendt doch schon etwas besser, meiner Meinung nach. Wir haben auch gestern noch ein versucht, ein Mod zum Testen. Ich zeige euch das Ganze mal geschwind. Und zwar das Kavecum, das Güllefass. Versuch daher. Es hat zwar den Drehpunktaufnahme für einen Grubber dran, für einen Güllegrubber, die funktioniert aber nicht. Und für die kleine Felder von der Lossberg 30 Meter Arbeitsbreite muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Von dem her haben wir uns für das kleine Standardfass entschieden. Ja, so viel zu dem Thema. Jetzt sage ich, fangen wir einfach mal an. Nicht, dass der Sven noch meckert, dass er alles machen muss und ich nix. Nein, nein, Chef. Achso, ich hab da der M-Betrag dann mit dem Zubringer stehen lassen. Ah, okay. Aber der 700er, der hat auch ganz schön zum Zier der Berg hoch. Was? Ich jetzt? Nee, nee. Ach so. Ich hab's gerade mit dem Hund gehabt. Ach so.
Ach man, und voll der Bauch hochfahren. Machen wir so in der Ansicht, passt besser. Ach Mann, was war ich jetzt wieder für Müll zusammen? Das ist eine gute Frage. Hätte können auch die kleine kürzere Strecke nehmen, aber egal. Hast du noch was im Zubringer drin oder muss man da wiederholen? Ich habe noch nicht umgefüllt. Ah, okay. Aber ich denke mal, ist gleich soweit. Huch! Autsch! Oh, da kommt ja schon Nachschub. nee, in dem Fass nicht. Das ist Güllefass. Ah, okay. Mit dem Schwenkverteiler. Aber ich gehe gleich Nachschub holen. Okay. Und abgepusht. Hoppala.
Biogasanlagen muss ich auch noch kurz füllen. Ja gut, die füttert erst wieder um 8 Uhr heute Abend. Von dem her haben wir dann gleich ein bisschen Zeit. So leere Straße ist mir gar nicht gewohnt. Nur du machst doch Verkehr an, ist doch kein Problem. Nee, lass mal's aus. Kann ich besser fahren. Die sind eh so komisch, sag ich jetzt mal vorsichtig. Oh ja. Oh oh. So. Ich hab's am Hof abgestellt. Okay.21,5 Tonnen des Gespann. Wenn man drauf gehen kann. Immer nur 61% drin.
Ja, aber es geht doch relativ zügig mit dem Güllegruber, oder? Auf jeden Fall. Es sei denn, meine Tochter blockiert das Netz. Okay. Dann muss ich öfter mal ansetzen. Nee, ich glaube, das war eine gute Idee, dass man das kauft dann. Auf jeden Fall. Kann ich zwei Arbeits- oder zumindest einen Arbeitsgang wirklich sparen. Wo bin ich jetzt hier stehen geblieben? Auf zur letzten Wiese. Ah, geht es wieder los. Dann fahren wir halt ein Stück weiter drüber.
Aua. Einmal nicht aufgepasst, hängt man im Zaun. Kenne ich irgendwo her. Ja, ich würde sagen, das sind so die Gewohnheiten vom 15er her noch. Yep. Ah, wieder falsch gefahren. Egal, das ist völlig abgeordnet. Dürfen wir ausnahmsweise drüber fahren. Ja, ich mache mich mal auf den Weg zur Biogasanlage, fülle mein Fass auf. Und ja, an dieser Stelle danke fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen da. Wenn nein, schreibt es in die Kommentare. Und ja, einfach bis zum nächsten Mal und ciao.